Start. Herzlich willkommen zu den vier Flaschen, einem Speed-Tasting. Das geht so. Der Michi sagen wir manchmal, der Axel und der Lars, die trinken eine Flasche, die ganz günstig ist. Was kostet sie heute, Michael? 14,90 €. Also ganz günstig ist, 14,90 €. Eine Flasche, harter Test und am Ende Markus Lanz-mäßig die Bewertung 1 bis 10. 1 ist 10 ist top. Letzte Wein hatte 21 Punkte, die gilt es zu schlagen. Es gibt einen Partner, einen Werbepartner bei diesem Wein-Podcast und der heißt? Dieser Speed-Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Sekes Weinkeller. Das war Werbung. So, Michael, Vina Cubillo. Jawohl. Ein Rioja. Ein Rioja aus Haro, das ist das Zentrum des Riojas von der Bodegas López de Heredia Vina Tondonia. Vina Tondonia. Max Wilm hat das auch erwähnt damals, als wir ihn bei uns im Podcast zu Gast hatten. Vina Tondonia ist ein sehr klassisches Weingut, das auch einen sehr, sehr oder hervorragende Weißweine macht mit einer irrsinnig langen Lebenszeit. Also wenn ihr mal in Spanien seid oder auch hierzulande, wobei echt selten, gibt es durchaus mal 20, 25, 30 Jahre alten Vina Tondonia Weiß auf der Karte. Wenn ihr das seht, bestellt das, trinkt das, habt Freude. Also das sind Weine, die wirklich eine lange Lebensdauer haben. Und auch dieser ist Jahrgang 2013 und der aktuelle Jahrgang jetzt vom Weingut. Aus dem La Rioja Alta, die dir unseren Podcast 2013, und das ist der aktuelle Jahrgang? Das ist der aktuelle Jahrgang, genau. Von das heißt, Weiß, der ist 9 Jahre wird er gelagert. Genau, also in dem Fall vielleicht auch nur 8, weiß ich nicht. Sie machen so ein, sie geben den Weinen sehr viel Zeit. Also das heißt nicht nur zwingend, dass er so lange im Holz lag, nein, sondern eben auf der Flasche auch nochmal reife. Die reduktiv gebaut, eher eine klassische Art des Anbaus. Nicht ganz so viel über die Frucht, nicht ganz so viel über die Kraft, sondern eher über die Eleganz. Aber ich bin gespannt, was jetzt gleich in der Nase kommt. Sag mal, und noch eine Frage. Rioja, kann man eigentlich immer sagen, ist ein hochwertiger Wein? Kann man nicht immer sagen, aber Rioja ist so quasi schon etwas, wo ich sagen würde, das muss man mindestens einmal schon getrunken haben. Das ist eigentlich in jedem Weinkeller schon auch zu finden. Und das Rioja hat auch eine Bandbreite von bis, aber es ist eine sehr, sehr große Weinregion mit sehr vielen qualitativ hochwertigen Weinen. In der Regel sehr Tempranillo-lastig. Das hier ist aus 4 verschiedenen Rebsorten. Tempranillo ist der Hauptanteil. Ganascha, Mazzuelo und Graziano sind die anderen Rebsorten, die dazukommen. Axel, wie geht es dir eigentlich? Ich fange an, ein Rotweintrinker zu werden. Wie ist es bei dir? Nach 2 Jahren mit Michael? Ja, im Urlaub haben wir nur Rotwein getrunken. Das lag natürlich vielleicht auch ein bisschen in Spanien, aber es gab ja durchaus auch Weißweine. Die haben wir nicht angerührt, weil wir irgendwie nur Bock auf Rotwein hatten. Aber kann das, nicht, ist das, ein ist das Zeichen, so? Ich glaube, es ist ein bisschen saisonal. Ich glaube, wenn der Sommer wieder kommt hierzulande, dann werde ich auch wieder zum Weißwein greifen. Aber ist das so eine Sache, Michael, auch da bei den Rotweinen, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann dauert es vielleicht ein bisschen wie bei Axel und mir, aber dann ist man doch angefixt und kommt in diese Welt der Rotweine rein? Ich glaube, und ich glaube auch das, was Axel sagt, ist genauso richtig, dass die Menschen einfach im Winter, man neigt dazu eher vielleicht gemütlich, kann ein bisschen schwerer sein, sowieso die Stimmung schwerer, das Wetter schwerer und im Sommer oder sobald es in den Frühling hineingeht, wird man wahrscheinlich mit so einem Wein, den wird man eher im Keller liegen lassen und freut sich dann wieder, wenn es Oktober, November wird. Aber ich bekomme jetzt permanent von Menschen geschickt, die wissen, dass Wein meine Leidenschaft ist. Da gab es wohl irgendeine Studie, dass Rotwein auch gegen dieses Virus hilft. Und, oder das wisst ihr? Ja, genau. Welches also Virus? Keine Ahnung. Kann auch nicht so reden. Axel, was siehst du? Nee, ich habe erstmal eine Frage. Das ist, glaube ich, ein Crianza, oder ist das richtig? Oder? Ich weiß, steht das überhaupt drauf hier? Ich glaube, man macht, also wenn ein Wein so lange lagert, wird es im Prinzip eher wie ein Reserva gemacht, weil man natürlich beim Reserva vor allem die Lagerzeit im Holz und danach in der Flasche auch nochmal vorgegeben hat. Aber noch einmal sagen, Crianza, Reserva und Grand Reserva, damit wurde ich ja auch konfrontiert im Urlaub. Was steckt da nochmal hinter? Also beim Reserva ist es so, dass der Wein, also beim Crianza ist es, glaube ich, dass der Wein mindestens 9 Monate im Fass gelagert haben muss und dann in den Verkauf kommen kann. Beim Reserva ist es so, dass er ein Jahr in der Flasche, ein Jahr im Holz und 2 Jahre in der Flasche, also frühestens 3 Jahre, nachdem der Wein
produziert wurde, in den Verkauf kommt. Und beim Glanreserve ist es so, dass er mindestens, glaube ich, 2 Jahre im Holz und 5 Jahre dann auf der Flasche, also frühestens nach 7 Jahren erst in den Markt, in den Verkauf kommen darf. Und dann hängt es auch mit der Qualität, der Alter der Rebstöcke und mit dem Ertrag, den man reinbekommen kann. Ne? Also schlechte Trauben lang im Holz und lang auf der Flasche machen noch keinen Glanreserve. Das geht so einfach nicht. Was riecht ihr? Axel, was riechst du? So Kirsche, würde ich sagen. Sauerkirsche? Sauerkirsche? Pflaume vielleicht auch ein bisschen oder sowas. Ich rieche sehr viel Vanille auch. Also so eine Süße auch. Ich wollte sagen, so Rumpftopf. Ich habe so einen Rumpftopf-Aromen, weißt du? Aber gibt schon was her, die Nase. Ja, ja, schön. Schon was her, ja. Oh, man mag gar nicht trinken, riecht richtig schön, ne? Richtig schön. Die Nase ist schon sehr elegant, das ist natürlich auch das Coole. Und so oft machen wir das nicht, leider hier bei uns, aber wenn Weine ein bisschen Reife einfach haben, dann zeigen die mehr als nur diese Primäraromatik, sondern da wird das Spektrum breiter und die Nuancen werden vielschichtiger. Der Wein hat auch nur 13,5 Alkohol, das ist vermeintlich eigentlich leicht für das Rioja. Schmeckt jetzt am ersten, der erste Schluck wird ganz anders schmecken als der Schluck morgen? Keine Antwort. Das ist ein Wein, den man schon dekantieren kann, auf jeden Fall. Und ein Wein, der auch bestimmt 3-4 Tage im Kühlschrank und auch mit einer irren Säure. Also merkt ihr die Säure, wenn du die im Mund hast, wo du denkst so. Und das ist ein super Indikator für die Langlebigkeit des Weines. Man muss auch dazu sagen, 13 ist ein guter Jahrgang, aber das ist kein außerordentlich guter Jahrgang, aber es geht auch schlechter. Hierzulande ist 13 eher so im Bordeaux sehr mies und sehr schlecht gehandelt, auch in Burgund und so weiter, also in Zentraleuropa eher mäßig, in Deutschland geht es so. Aber das hier ist, wenn also für alle, die 13er Kinder geboren haben, in 13 geheiratet haben, in 13 keine Ahnung was, ist das durchaus was Erstes. Ich hatte einen 13. Geburtstag. Ja, warst du in 13 auch schon ein Spiegel-Bestseller? Ich hatte in 13 Geburtstag. Ich finde, das ist ein super Wein für das Geld, oder? Jetzt mal ehrlich. Axel. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Säure für mich. Okay, aber stimmt. Was mir gefällt, ist, dass er irgendwie nicht so schwer ist. Also der ist so... Weißt du, Axel? So, der ist also eigentlich ein leichter, feiner Wein, finde ich. Wenn du die Säure hast, dann ist es ein super Indikator dafür, dass es ein Wein ist, der perfekt zum Essen passt. Also die Säure hilft einem jedem Essen. Und deswegen sind das aus meiner Erfahrung auch von Tontonia, sind super Speisenbegleiter, weiß und rot. Die kann man wirklich super zum Essen auch dazu trinken. Solo wäre mir das mit der Säure vermutlich auch zu anstrengend. Bin ich komplett bei dir. Aber diese Feinheit, diese Eleganz, dieses Geschliffene, diese Klarheit und das für 14,90, wow. Das ist schon das. Müssen wir abstimmen? Axel, 10 Minuten haben wir Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir haben noch 1:40. Das sollten wir unbedingt abstimmen. Das ist ja wirklich... Was würdest du dazu essen, Michi? Also ich glaube, durch die Säure kann es ruhig auch etwas mit Tomate sein, was ja eher immer schwerer ist. Also so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob es dann wirklich ein Pizzawein ist. Es könnte so ein bisschen wie so ein Linsen... Also so ein tomatisierter... mit diesen weißen Bohnen, mit diesen Palbohnen. Cannellini-Bohnen habe ich neulich gerade gemacht mit so einer Erdnusssoße und mit verschiedenen Kräutern, sensationell. Dazu würde der super passen. Glaube ich auch. Tahin heißt die Erdnusssoße. Ich hab noch eine Tiefkühlpizza im Kühlschrank. Scheiße. Leute, drei. Also passt der dazu? Passt. Drei. Nee? Es ist immer so bitter, dass aber Michael... Ich habe keine Lidi-Bohnen. Axel, du hast 7. Man weiß es aber nicht. Man weiß nicht, was ich... 3, 2, 1 und bam! Bing! Tschack! 7 von Axel, 8 von Michael, 9 von Lars. Warum diese Traumwerte? Ich find's mega. Ich find's ein Mega-Wein. Ich bin fast bei der 10 gewesen. Ja. Aber ich bin auch auf Rotwein und ich liebe jetzt Rioja. Ich finde, das gibt mir, ich bin so schön durchgewärmt und fühle mich wohl. Warum hast du nur 7 gemacht? Axel, du bist der kritischste Part in diesem Podcast. Ja, ich bin ein kritischer Geist, aber wir hatten einfach Weine, die 3 Punkte besser waren. Also mindestens 2 Punkte besser und 10 habe ich eh noch nie gegeben. Und da muss ja Luft nach oben sein.
Aber mir gefällt die Eleganz. Herr Coutet. Herr Coutet. Ja,